Moin Moin zusammen. Hallo. Willkommen zum nächsten Es ist arschkalt Video und wir sitzen auf dem Boot. Es wird Zeit, dass hier mal wieder der Strom angestellt wird, dass wir hier die Heizung anmachen können. Noch Besuch, haben uns ein bisschen verquatscht, war aber sehr cool. Wir haben da schon wieder viel gelernt und auch viele Ideen bekommen, gerade auch Thema Anti-Fouling. Das, liebe Grüße an Ulf. Ja, liebe Grüße an Ulf. Das steht jetzt bei uns in den nächsten Wochen vor der Tür. Sobald es im März irgendwie mal gutes Wetter gibt, werden wir das wohl mal in Angriff nehmen. Ja. Es tut uns leid, dass es hier wieder so rumklackert, aber es ist halt immer noch Sturm. Ja, und Sturm und Regen. Kalt. Ja, heute hatten wir überlegt, wir würden einfach gerne mal erzählen, wie wir zu diesem Boot gekommen sind. Mhm. Weil wir glauben, oder ja, ich glaube, du denke ich mal auch, dass das schon so ein bisschen, ich will nicht sagen besonders war, aber ungewöhnlich. Und spontan. Und halt einerseits geplant, andererseits halt spontan. Ja. Und ja, das erzählen wir euch heute einfach mal. Das Allerwichtigste zuerst, ich war halt gar nicht da. Ich war nämlich zwei Semester im Auslandssemester in St. Petersburg, war davon, sage ich mal, 95% der Zeit hier zu Hause, weil das ging alles nur online und im Sommer konnte ich dann halt im Juni einfach für einen Monat nochmal hin und habe dann gesagt, okay, dann gehe ich dann nochmal hin, guck mir die Uni an und Co. Ja, wir hatten einfach schon seit Anfang letzten Jahres immer mal nach Booten geguckt. Ach, schon länger, also. Ja, so. Und hatten eigentlich dann immer bei eBay Kleinanzeigen geguckt, hey, wie wär's mit dem, wie wär's mit dem? Wie ist so das Modell, was macht das aus? Was auch, um ein Gefühl irgendwie für den Preis zu kriegen. Genau. Und ja, da hatten wir die einfach immer auch mal weitergeschickt an einen Kumpel, der dann die so ein bisschen beurteilt hat. So, ne? Genau, der einfach auch ein bisschen mehr Ahnung hat als wir und dann immer so eine grobe Ersteinschätzung gegeben hat, ob es sich überhaupt lohnt, sich das Boot anzugucken. Ja, und dann kam am 13.06. ein Link von Tiag. Ja, da ging es schon darum, dass wir halt gerne eine Maxi haben wollten und dann hatte ich die halt gefunden und habe die einfach mal rübergeschickt und dachte so, hey, was hättest du davon? Ja. Genau, also bei eBay Kleinanzeigen war die drin und dann hat Tiag mir den Link geschickt und den habe ich dann, ohne viel dazu zu sagen, einfach gleich mal weitergeschickt an unseren Kumpel. Ja, und dann kam da von ihm sofort die Nachricht zurück. Sofort anschauen. Tolles Modell, tolles Angebot. Damit haben wir beide irgendwie gar nicht so gerechnet, weil das, was wir davor immer geschickt haben, eher so war, nee, lohnt sich gar nicht erst das anzusehen. Und dann war mein erster Gedanke, Tiag ist ja gar nicht da. Ja. Ja, und dann haben wir eigentlich für uns so gesagt, wir müssen es ja nicht kaufen, aber wir hatten ja schon Interesse an dem Modell und dann ist es ja schon mal cool, dass man es wirklich schon mal angeguckt hat und dann vielleicht auch sagt, das ist vielleicht doch nichts für einen. Genau. Von daher haben wir eigentlich gedacht, okay, Emmy fährt da einfach mal hin, guckt sich das an und dann sehen wir halt weiter, also so ganz spontan halt. Und dann haben wir für eine Woche später, das war dann der Samstag, 19.06. Ja, da sind wir dann nach Flensburg gefahren, also der besagte Freund ist mitgekommen und mein Papa ist auch noch mitgekommen, weil alleine habe ich mich da dann doch noch nicht rangetraut. Wahrscheinlich hätte ich mich hier in die Mitte gestellt und gesagt, ist schön. Aber die haben dann nochmal so auf die, in die dunklen Ecken geschaut, ob da auch alles gut aussieht. Ganz schön lange, ne? Wart ihr da? Also ja, also wir sind,
ich glaube um 17 Uhr waren wir in Flensburg. Und wir haben uns das Boot bestimmt 2 Stunden angesehen. Also einfach wirklich hier alles auseinandergenommen. Und der Fahrbesitzer war auch super lieb und hat uns hier alles gezeigt und wollte am liebsten auch noch die Kuchenbude aufbauen. Und wir schon meinten, ja, alles gut. ja, also der war super, super lieb, auch seine Frau. Also ja, da hatten wir irgendwie einfach, also ich hatte schon ein super schönes Bauchgefühl. Und dann hat Emmy mich angerufen und ich saß natürlich auf heißen Kohlen so und hatte halt fast nichts bekommen, weil ihr das ja auch euch in Ruhe angucken solltet und nicht dann zwischendurch Fotos machen und so. Ist ja sowieso, weiß man ja immer nicht, ob die Leute es möchten. Ich habe auch tatsächlich nur ein einziges Foto gemacht, als wir angekommen sind. Da habe ich einmal das Boot fotografiert und Tiak geschickt und meinte, wir sind da. Ja, so. Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, nutz die Zeit, guck dir das da an. Und dann hat Emmy mich angerufen. Per FaceTime? Ja, und ich weiß gar nicht, ob du vorne standest oder hier drin? Ich war hier unten drin. Alle waren draußen und haben schon geredet. Und dann bin ich hier unten reingegangen und dachte, okay, jetzt muss Tiak das Boot aber ja auch mal von innen sehen. Also nicht nur von den Fotos. Da haben wir sogar noch die alten Fotos, wo es inseriert war bei eBay. Ja, dann hast du mir das hier drin so ein bisschen gezeigt. Genau. Aber ich sag mal so, dann per FaceTime und so einmal hier rumleuchten ist natürlich nicht so das Wahre. Und dann habe ich dich einfach gefragt, weil ich mir habe mir so gedacht, okay, ich kann das jetzt sowieso nicht richtig beurteilen. Und dann habe ich dich halt gefragt, fühlst du dich wohl? Mhm. Vom Bauchgefühl her, hast du das Gefühl, das ist es? Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist es. Ja, so. Aber es hat sich, ich kann das gar nicht so beschreiben, es hat sich einfach wirklich richtig angefühlt. Also als ich das Boot gesehen habe, so wie die Stimmung war und auch die ganze Aufteilung hier, das ist das Modell, was wir wollten. Ja, ja. Also habe ich letztendlich ja eigentlich entschieden, dass wir das kaufen. Ja, also ich habe dir die Entscheidung in deine Hände gelegt. Ja. Und dann hattest du erstmal wieder aufgelegt, dann sind die alle runter. Ja, und dann genau. Haben wir uns halt im Team, sag ich mal, besprochen dann. Ich per FaceTime halt dabei und dann habe ich halt unseren Kumpel gefragt, habe ihm so gesagt, okay, was sagst du? Wie ist der Zustand? Wie kann man das einschätzen? Und dann habe ich ihn er meinte halt, er macht keine Preisverhandlungen und so, kann ich auch verstehen so, weil wir kaufen das, wir müssen das machen. Ja. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, was er so ungefähr bezahlen würde. Und das lag halt nachher in so dem Bereich, wo wir auch gekauft haben. Ich glaube, er meinte auch so 11.000 oder 12.000, dafür würde er es kaufen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, Emmy hat sich wohlgefühlt, der Zustand ist in Ordnung. Hier wurde auch so viel Liebe reingesteckt noch vom Vorbesitzer. Der hat sich wirklich unglaublich gut hier drum gekümmert und vieles erneuert, vieles selbst gemacht. Also ja, ja, es war auch ein trauriger Verkauf, sage ich mal so. Es flossen auch ein paar Tränchen. Ja, klar. So, und dann hatten wir halt quasi unseren Preis im Kopf. Und dazu muss man auch sagen, das war auch einfach ein Limit für uns. So, wir haben ja schon im Kostenvideo gesagt, dass das Limit eigentlich darunter war. Aber wir haben dann gesagt, okay, für diesen Preis, wenn er das auch sagt und das ist das Schiff, dann machen wir das. Wussten natürlich nicht, ob das, sage ich mal, akzeptiert wird. Ja, und dann seid ihr wieder aufs Schiff. Und dann kam ich per FaceTime dazu und dann habe ich über FaceTime aus Russland halt dann verhandelt. Ja, ich hatte Tiak, kann ich ja zeigen, so in meinen Händen. Ja, hast den Sammel gehalten. Hab den Sammel gehalten. Ja, und dann haben wir uns unterhalten und wir waren uns auch sympathisch. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es für die auch vielleicht ein bisschen komisch war, dass da einfach irgendjemand am Telefon... Aber da waren sie auch sehr offen. Ja, so, also es hat so gut funktioniert und wir haben halt dann einfach ehrlich über die Sachen gesprochen und haben uns dann geeinigt und ich denke mal, dass wir auch so einen kleinen Sympathiebonus hatten, weil wir ja schon gesagt haben, wir wollen das Ding halt hier irgendwie jetzt auch nochmal ein zweites Leben geben. So, ja. Das Boot hat ja schon so viel gesehen, das ist schon ins Mittelmeer und Co. Ne? Also das ist über jetzt nicht die Kanäle durch Frankreich durch. Ja. Ne? Also das ist jetzt ja nicht einfach nur so ein bisschen hin und her. Da steckt schon richtig Geschichte drin. Ja, und die wollen wir gerne weiterführen. Ja, und dann haben wir uns geeinigt an dem Tag und dann ging es halt eigentlich richtig los, weil dann hieß es halt, Geld, Liegeplatz, wie machen wir das? Ich bin gar nicht da. Ja, aber erstmal kann ich noch sagen, du springst das gerade. Ich habe ja dann aufgelegt. Du sagst, ach so, ja, genau. Ja, also für mich war es ja zu Ende. Ja. Ich habe ja dann, wir haben gesagt, jo, wir einigen uns darauf. Habe ich gesagt, Hand drauf, so. Ich weiß nicht, ich habe ja Hand nicht gegeben. Du, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe dann so die Hand gegeben. Und dann war ich ja raus. Dann hat Tiak aufgelegt so. Und dann sind wir von Bord gegangen und Richtung Auto. Und ja, wir sind da ja in Flensburg, lag das Boot bei Nero Petersen. Und da ist ja auch die Brauerei direkt.
Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber da ist so ein Bierautomat. Also wie, ja, das ist wie so ein Süßigkeitenautomat mit Bier drin. Ja, und da gab es dann erstmal ein Bier aus dem Automaten. Ja, da haben wir dann angestoßen und ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert. Klar war da zu dem Zeitpunkt noch nichts unterschrieben und auch noch nichts bezahlt, aber dieser große Schritt in diese Richtung, dass wir das jetzt wirklich kaufen wollen, war ja gemacht. Das musste ich erstmal irgendwie verstehen, dass das wirklich passiert ist. Ja. Vor allem auf diese Art und Weise, ja. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Dann habe ich Tiak nochmal angerufen. Dann bin ich halt früher wieder gekommen als eigentlich gedacht. Um dann halt kurz vor knapp wiederzukommen, sodass ich dann bei der Unterzeichnung des Kaufvertrages mitkommen konnte. Genau, Tiak musste dann erstmal noch in. Ich war ja in Quarantäne. Quarantäne, also er hatte kein Corona, aber da war Russland ja dann. Virusvariantengebiet, genau. Und dann sind wir beide nach Flensburg gefahren mit dem Vertrag in der am Tasche. Am 3.7. muss man sagen. Also am 19.6. habe ich mir dieses Boot angeguckt und am 3.7. war Tiak dann inklusive Quarantäne wieder im Land. Also der Rückflug kam dann relativ schnell. Ja, ja. Und dann muss man auch sagen, wir hatten natürlich ein Boot gekauft. So. Beim Autokauf ging ja alles sehr schnell. Ja. Dass wir, ich glaube, wir haben sogar gesagt, ja, wie lange dauert das so circa? Ich habe gesagt, halbe Stunde. Ja, oder also maximal eine Stunde. Wir sind ganz naiv dahin und dachten, naja, die wollen ja wahrscheinlich auch sich nicht so ewig mit uns aufhalten und wir unterschreiben das und dann war es das. Wir hatten sogar am selben Tag auch noch eine Verabredung, dass wir halt auch von Flensburg wieder die Rückfahrt noch eingeplant hatten. Ja, und dann sind wir da angekommen und wurden unglaublich herzlich empfangen mit Butterkuchen oder Erdbeertörtchen. Erdbeertörtchen. Genau, Kaffee. Und Kaffee. Und dann gab es erstmal Kaffee und Kuchen. Und es war auch ein super schöner Sommertag. Es ging erstmal noch gar nicht so um das Verkaufen an sich. Ja, wir haben uns einfach unterhalten, weiter kennengelernt, schön geschnackt. Und dann haben sie halt spontan gesagt, ob wir nicht nochmal rausfahren wollten. Und also fanden wir natürlich schön für uns. Ja, vor allem, weil wir ja beim ersten Mal angucken das Boot noch gar nicht. Stimmt. Fahrend getestet haben. Also war es eigentlich super, das nochmal zu machen, bevor wir wirklich den Kauf abschließen. Wie gesagt, wie naiv wir waren, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben halt dann auch vertraut. Ja. Und weil wir die beiden auch sehr vertrauenswürdig fanden. Ja. Und es war auch schön, mit denen einfach nochmal rauszufahren. So. Ja. Haben wir schön auf der Flensburger Förde noch einen kleinen Turn gemacht. Ja, genau. Und er konnte auch nochmal, sag ich mal, mit seinem Schiff unterwegs sein und hat mir schon alles so ein bisschen gezeigt, was man so machen muss und so. Haben die Segel nochmal gesetzt. Ja. Das war ein richtig schöner Tag. Ja, wirklich. Und dann an dem Tag das Gefühl wieder zu haben und da drauf zu stehen und zu sagen, Alter, wie geil ist das eigentlich? Das weiß ich immer noch. Das war einfach grandios. Das war richtig cool. Dann haben wir uns hier an den Tisch gesetzt und einmal Vertrag unterzeichnet, noch so ein paar Extrapunkte aufgeschrieben, die man noch klären musste, dass die schriftlich festgehalten sind. Ja. Ja, und dann das war's. Haben wir den Schlüssel bekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, sind wir alle zusammen vom Boot gegangen? Nee, wir sind noch geblieben, glaube ich. Wir sind, glaube ich, noch geblieben. Nicht lange, aber wir nicht sind, glaube ich, nochmal. Das hat sich auch komisch angefühlt. Die beiden, doch, stimmt, die beiden sind dann vom Boot gegangen. Und dann saßen wir hier das erste Mal ganz alleine auf unserem eigenen Boot. Und das. Es wirkte noch riesiger als jetzt. Ja. Also, ich weiß noch, als ich hier das erste Mal reinkam, dachte ich so: Alter Schwede, was haben wir uns für ein riesiges Geschoss geholt? Ja. Ja. Ja, so sind wir zu diesem Boot gekommen. Ja, so sind wir zu diesem Boot gekommen. Nach eigentlich langem Suchen ging das dann ziemlich schnell. So, jetzt haben wir ordentlich lange erzählt, wie wir zu unserem Boot gekommen sind. Uns würde es voll freuen, wenn ihr vielleicht in die Kommentare schreiben würdet, wie ihr dann zu eurem Boot, also wenn ihr eins habt, wie ihr dazu zugekommen seid, ob es da auch so eine lustige Geschichte gibt. Wir wissen auf jeden Fall schon, dass wir beim nächsten Kauf einiges mehr prüfen würden. Ja. Also nicht, weil das hier alles kaputt ist und das ist blöd gelaufen, aber weil wir, glaube ich, auch relativ viel Glück hatten durch das Vertrauen, dass wir halt von einem vernünftigen, also von einem tollen Eigner ein vernünftiges Boot gekauft haben, weil es hätte so viel irgendwie, noch irgendwie sein können, sag ich mal so. Eine krasse Lernkurve und wir sind gespannt, was ihr so zu berichten habt. Genau. Was wir auf jeden Fall auch aufbewahren werden, ist hier. Ja, das bleibt. Das ist auch noch vom Voreigner. Das ist einfach einmal gerahmt. Die Maxi.
Genau. In Action, noch die Golden Wind in Action. Und das werden wir auch aufbewahren, ja, einfach als Erinnerung, als Andenken und auch einfach aus Respekt vor dieser Geschichte, die dieses Boot einfach schon hat. Ja, das wird unser Glücksbringer sein. Ja. Ich hänge das später auf. Ja, das war's für heute. Lasst uns alle die Daumen drücken auf besseres Wetter. Hier regnet es nämlich gerade rein. Wir müssen jetzt langsam mal zumachen. Die Luken sind nämlich auf, weil Licht. Wir haben hier ja gerade keinen Strom und sonst ist es zu dunkel. Genau. Also, deshalb haben wir hier auch Jacken über Jacken an. Dafür leiden wir hier. Ja. Also Leute, habt noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei den zukünftigen Bootsarbeiten jetzt. Ihr müsst ja wahrscheinlich auch alle ran, so wie wir auch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf eure Geschichten und auf eure Kommentare. Bis bald. Ciao, ciao.